natürlich für helle Soßen und eine dunkle Roux für dunkle Soßen. Und beide Roux sind auf Basis von Weizenmehl. Also auch hier Vorsicht, also hier muss Weizen gekennzeichnet werden. Es ist trotzdem okay, also keine kennzeichnungspflichtigen Zusatzstoffe. Es ist vegan, es ist ohne Hefeextrakt und auch zuckerarm. Und durch diesen hohen Glutenanteil aus dem Weizen findet natürlich diese Bindung dann auch statt, wodurch die Soßen schön angedickt werden. Wichtig ist noch zu sagen, bei unserer Roux, also Roux auf Französisch, auf Deutsch Mehlschwitze, dass dieses Produkt natürlich aus einem Fettkern und einem Mehlkern besteht, ungefähr 50-50. Und jeder kennt es ja, wenn man selber eine Roux herstellt oder eine Mehlschwitze, entweder hat man zu viel Fett reingemacht, dann schwimmt es oben, oder man hat zu viel Mehl reingemacht, dann gibt es Klumpen, und hier ist es halt sehr ausgewogen, ist rieselfähig, ich kann es direkt reinrühren, ich kann es auch in die kochende Flüssigkeit reinrühren, das ist ganz wichtig. Und ich habe jetzt hier auf diese Menge, was ihr da vorne seht, ungefähr 100 Gramm von Liter Soße genommen. Man kann natürlich auch ein bisschen weniger für Soßen einrühren, 80 Gramm, oder halt auch für Suppen ungefähr 70 Gramm. Das ist nochmal ganz wichtig. Es ist auch säurestabil, aber wichtig zu wissen, dieses Produkt hier, die Roux, hat nicht diese Bindung, diese lange Standzeit, wie jetzt unser Profibinder oder unser Nestagel. Die Roux ist nicht Cook und Chill geeignet, das sage ich immer wieder. Weil eins passiert, wenn es dann lange steht und regeneriert wird und nicht mehr aufgekocht wird, dann fängt es an, gallertartig zu werden. Deswegen sage ich immer, wenn ihr Cook und Chill Produkte verarbeitet mit Soßen, bitte in Kombination nehmen, Roux und Profibinder. Aber allein die Roux ist nicht Cook und Chill geeignet. Dann noch ganz wichtig, klar, Fett ist drin, das ist Geschmacksgeber, und es ist ein Palmfett. Und es ist auch nicht schlechtes, im Gegenteil, das Palmfett hat den Vorteil, es ist rieselfähig. Und ihr könnt euch das vorstellen, ihr könnt es direkt reinrühren, das könnt ihr nicht machen, wenn das Fett flüssig wäre. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir hier ein Palmfett verarbeiten. Und ja, es gibt im 10 Kilo diesen Eimer, und ich bekomme bei 100 Gramm Einwaage logisch sozusagen dann meine 100 Liter Soße raus. Wichtig zu sagen ist auch, unser Produkt ist natürlich auch Dämmeri-stabil. Das heißt, wir können es ohne weiteres 2 bis 3 Stunden in Dämmeri stehen lassen.